Ja, hallo, Dieter und Billy. Es wird jetzt heute mal eine VA für euch. Ihr habt ja anlässlich des Erreichens von einer Abonnentenzahl von 300. Wie viel sie jetzt heute sind, weiß ich leider nicht. Ich habe hier im Wald kein Netz. Ich kann nicht wirklich nachschauen, wie viele Abonnenten ihr jetzt in der Zeit schon dazu gewonnen habt. Ich habe euch ja versprochen, dass ich auf jeden Fall an eurer Aktion teilnehmen werde. Endlich habe ich mal Zeit und ein Plätzchen gefunden, um an eurer Aktion teilzunehmen. Ja, wir sollten euch ja entweder sagen oder zeigen, aus welcher Umgebung wir kommen, beziehungsweise wie es vor unserer Haustür aussieht. Da ich ja, das habe ich ja eigentlich schon getan, ich habe ja schon eine Reihe laufen von dem Mülheim-Wanderweg, einmal rund um Mülheim. Eine Etappe habe ich noch offen und von daher, man hatte ja auch noch die Möglichkeit, von seinem schönsten oder von seinem schlechtesten Outdoor-Erlebnis zu erzählen. Mein schönstes Outdoor-Erlebnis oder sagen wir, eigentlich ist ja jedes Outdoor-Erlebnis irgendwie auf seine Art immer schön und immer toll. Es ist immer schön, draußen zu sein. So wie jetzt. Ich habe hier einen Tisch und eine Bank im Wald gefunden. Ein ideales Plätzchen für diese VA. Und naja, das hat mich auf jeden Fall eine. Ich habe mir jetzt hier gerade einen Tee gekocht. Und das erinnert mich auf jeden Fall an eine sehr, sehr schöne Tour mit meinem Cousin letztes Jahr im Berchtesgadener Land. Ja, ich war letztes Jahr zu Besuch bei meiner Tante und meinem Onkel zur goldenen Hochzeit in Bayern und habe ich mit meinem Cousin Peter so einige schöne Touren unternommen. Unter anderem waren wir einen Tag in der Almbachklamm. Ja, und an diesem Tag war ziemlich mieses Wetter, kann man nur sagen. Es hat den ganzen Tag ganz leicht genieselt und irgendwie sind wir den ganzen Tag nur durch Nebel gelaufen. Ich habe immer so gesagt, ja, wir laufen hier die ganze Zeit durch die Wolken. Und es war schon recht feucht und unangenehm. Aber auch die Tour war sehr, sehr schön, weil es war schon ein Erlebnis, durch so eine vernebelte Klamm zu laufen. Es sind wirklich tolle Bilder dabei entstanden. Ja, auf der Tour ist dann unter anderem auch ein schönes Video entstanden. Das kann ich auch noch mal hier irgendwo dann verlinken. Und na, irgendwann kamen wir dann an eine Bank, die unter einem überhängenden Felsen stand. Und somit war das so die einzige trockene Bank, die wir auf dem ganzen Weg bis dahin gesehen hatten. Ja. Und auf dieser Bank habe ich für uns dann damals einen schönen leckeren Tee gekocht. So, Peter hatte dann noch einen Apfel dabei, den wir uns dann noch geteilt haben. Und das war so eins meiner schönsten Outdoor-Erlebnisse. Ja, und das schäbigste oder schrecklichste Outdoor-Erlebnis ist noch gar nicht so lange her. Ein paar Wochen her, da habe ich dann tatsächlich mein neues Handy verloren. Das ist so für mich so das schlimmste Outdoor-Erlebnis, was ich jetzt bis jetzt hatte. So Outdoor ist mir eigentlich großartig noch nie irgendwas passiert. Außer halt da. Nun gut, es soll ja ein positives Video sein, denke ich mal.
es gibt jede Menge Positives immer zu erzählen, wenn man eine runde Abozahl erreicht hat. Und ihr habt einen klasse Kanal, ist schon, ihr habt jede Menge Sinn für Humor. Ihr macht immer wieder tolle und auch lustige VAs. Ihr nehmt euch nicht, selber nicht allzu ernst. Das ist schon eine tolle Sache. Und legendär ist ja euer Outdoor-Burger für einen Carlos gewesen, der da zu seinem Macht mir was zu essen Giveaway aufgerufen hat, sag ich jetzt mal so. Das war schon eine klasse VA. Man muss auch sagen, ihr gebt euch auch immer sehr viel Mühe mit Kommentaren, mit euren VAs. Ihr seid da schon so einer der Kanäle, der so die ganze Community hier so ein bisschen auch zusammenhält. Macht auf jeden Fall Spaß, immer mal wieder bei euch reinzuschauen. Und von daher konnte ich es mir echt nicht nehmen lassen, für euch natürlich auch eine VA zu drehen. So, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich sage dann mal, bis zum nächsten Mal.